Traditionell ist das Backen mit Roggen ein mehrstufiger Prozess. Ich denke, das muss nicht sein und mache daher den Test. Zwei Brote mit der gleichen Rezeptur. Einmal geführt nach Lutz Geislers optimierter Salzsauerführung und einmal ein zwei Stufen geführter Teig. Am Ende war ich ehrlich vom Ergebnis überrascht. Ich liebe Roggenbrot. Saftig, deftig, sättigend, lecker. Aktuell experimentiere ich etwas, um das Backen mit Roggen so einfach wie möglich zu machen. In dieser Miniserie teste ich daher verschiedene Techniken und Traditionen rund um das Thema Roggen. Dinkelbrot hat aktuell das Image des gesündesten Brotes. Ich bin der Meinung, Roggenbrot ist mindestens genauso gesund. Roggenbrot macht nämlich viel schneller satt und hält auch länger satt und ist damit eigentlich das bessere Alltagsbrot für alle, die ein bisschen Probleme haben, ihr Gewicht zu halten. Vielleicht hängt es mit dem niedrigeren glykämischen Index zusammen, denn bei Roggenbrot steigt der Blutzuckerspiegel nicht so schnell an. Dinkel hingegen, ja, das weiß ich auch nicht genau, warum Dinkel so einen guten Ruf hat. Ich glaube, Dinkel profitiert vor allen Dingen vom ungerechtfertigt schlechten Ruf des Weizens. Verwendet man gute Vollkornmehle, sind tatsächlich alle drei Brotgetreide reich an Ballaststoffen, Mineralien und B-Vitaminen. Dinkelbrot hat etwas mehr Proteine, Roggenbrot hingegen etwas mehr Ballaststoffe. Die Unterschiede untereinander sind aber sehr klein und unterscheiden sich stark je nach Untersorte und Anbaugebiet. Wenn dich das Thema interessiert, schreib mir gerne einen Kommentar, da mache ich nochmal ein Video dazu, was das gesündeste Brot ist. Wenn du dich schon zu den Hobbybäckern zählst, dann hast du eventuell schon mal was von der 3-Stufen-Führung gehört, die als Nonplusultra der Roggenbrotherstellung zählt. Grundsätzlich braucht man bei Roggenbroten einen Vorteig, damit man einen Hauptteig erhält, der von Anfang an dann schon so sauer ist, dass die Enzyme im Mehl, das sind die Amylasen, schon inaktiviert werden. Tut man das nicht, werden die Amylasen die Stärke im Mehl zersetzen und man erhält am Ende eine ganz breiige, klebrige und klitschige Krume. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist die 3-Stufen-Führung für zu Hause zu komplex und zu aufwendig. Schließlich muss man ja dann mehrfach am Tag Zeit haben, um sich um den Teig zu kümmern, um die nächste Stufe anzusetzen. Da bei geringen Temperaturunterschieden die Timings nicht immer perfekt gleich sind, muss man auch noch einen Puffer einbauen für jede Stufe. Das heißt, es geht wirklich nur, wenn man den ganzen Tag zu Hause ist. Ich möchte das Rezept aber so aufbauen, dass es alltagstauglich ist. Das heißt, ich will morgens und abends etwas tun müssen, damit ich den gesamten Tag für mich habe. In der Literatur liest man aber, dass ein einstufig geführter Roggensauerteig, der dafür eher nötig wäre, viel zu sauer wäre. Und genau das möchte ich testen. Ich backe 2 Brote, um das Ganze zu testen. Das einstufig geführte Brot backe ich, um zu testen, ob es zu sauer ist. Und um einen direkten Vergleich zu haben, habe ich auch noch ein mehrstufiges Brot gebacken, hier ein 2-stufiger Roggensauerteig. Ich habe keinen 3-stufigen Roggensauerteig angesetzt, weil ich wollte, dass die Brote relativ direkt nacheinander gebacken werden. Und wie ich schon gesagt habe, durch die ganzen Pufferzeiten glaube ich nicht, dass ich es bei einem 3-stufig geführten Sauerteig hinbekomme, dass die Brote gleichzeitig fertig werden. Die Brote waren recht klein, mit insgesamt jeweils 500 Gramm Mehl. Die Versäuerung war recht extrem gewählt, in beiden Fällen 50% im Hauptteig. Als Mehl habe ich 100% Bio-Roggen-Vollkornmehl gewählt. Das sollte das sauerste Brot produzieren. Wie schon gesagt, wie sauer der Hauptteig ist, entscheidet, wie später sich die Krume ausbildet. Man sagt, der pH-Wert backt. Um eine Vergleichbarkeit zu erreichen, habe ich deswegen den pH-Wert mit einem pH-Meter kontrolliert. Das heißt, beide Sauerteige hatten den gleichen pH-Wert, als sie in den Hauptteig gekommen sind.
Beim einstufigen Roggensauerteig sind 1% Salz im Sauerteig, beim zweistufigen im Hauptteig. Ich habe mir eingebildet, dass ich durch weniger Salz die Unterschiede ein bisschen besser rausschmecken kann, was wahrscheinlich ein Fehler war, das sehen wir später noch. So, es ist Zeit für ein Roggenvergleichsexperiment mal wieder. Diesmal Zweistufenführung gegen Einstufenführung. Wir fangen an und mischen den Zweistufen-Sauerteig. Das sind hier nur 80 Gramm Mehl, 80 Gramm Wasser und ein bisschen Sauerteig. Dem Sauerteig geht es recht gut, würde ich sagen. Wir nehmen hier den gleichen Sauerteig für die beiden verschiedenen Teige. Die werden kurz nacheinander angesetzt. Und das hier ist tatsächlich die gesamte Menge Sauerteig, die hier reinkommt. 8 Gramm, verschwindend gering. Ab rein damit. So, füllen den Sauerteig jetzt hier in seinen Behälter, wo er bis morgen gehen wird. Ich nehme jetzt hier das Schälchen als Deckel. Wir machen einen Zettel drauf, dass wir später noch wissen, was was ist. Es ist Zeit, die zweite Stufe anzusetzen. Ja. Wie ich es vom Roggenteig erwarten würde. Mehl habe ich schon fertig abgewogen. Okay, Mehlsauerteig ist drin. Jetzt kommt noch Wasser dazu. Verrühren. So, der Zweistufen-Sauerteig. So sieht er aus. Wir testen den pH. Das reicht auf gar keinen Fall aus. Muss noch länger ziehen. Ist immer noch nicht so sauer. Was seltsam ist, denn man sieht deutlich die Fermentation. Wow, ist immer noch nicht reif. Wir sind immer noch nicht ganz da. Ja, close enough. So, Sauerteig ist endlich soweit, nach einer halben Ewigkeit. Und wir haben jetzt hier das Wasser, das ist warm, habe ich schon vorab gewogen. Dabei. Ich habe jetzt ziemlich heißes Wasser, das kommt zuerst rein. Habe ich natürlich alles schon fertig abgewogen, damit es hier zackig geht. So, zack. Das verrühre ich schon mal ein bisschen vor, dass die Temperatur etwas runterkommt. Und dann den Sauerteig. Fünf Gramm Salz. Das wird gemixt.
So, wir messen jetzt erstmal den pH-Wert. Das ist ziemlich wenig. Das ist auf jeden Fall sauer genug. Hier ist schon das Wasser drin. Das ist warm. So, unser Teig hat kurz gerastet. Sehr weich, der Teig. Schön kleines Brot. Schluss nach unten ins bestäubte Gärkäppchen. So, die Auswertung. Ich würde sagen, das ist ganz schick geworden. Ist halt ein kleines Brot, ne? Nur 500 Gramm Mehl, weil ich muss ja auch beide essen. Oder will sie auch beide essen. Und hier zwei Stufen. Optisch würde ich sagen, ist der Unterschied klein. Der hat vielleicht ein bisschen wilder aufgerissen, aber von der Höhe her sind die auch gleich. Ich denke, das hängt hauptsächlich damit zusammen, dass ich hier ein bisschen besser den Schwaden reingebracht habe und vielleicht auch einen Ticken länger drin gelassen habe. Aber wir schauen uns erstmal gleich drin an und den Geschmack, weil man muss ganz klar sagen, der hier war 1000 Mal leichter zu machen, weil ich es allein nicht geschafft habe, die hohe Temperatur zu halten. In der Stückgare hat die hier doppelt so lange gedauert wie gedacht. So, schneiden wir einfach mal an, gucken wir mal. Her. Oh. Ja, das ist natürlich fatal. Man sieht hier beim zwei Stufen, dass es sich unten abgelöst hat. Ich habe übrigens auch die Backsteintemperatur gemessen, die war definitiv gleich. Ja, beide Krumen sind ziemlich feucht. Haben nicht besonders viel Elastizität. Tja. So rein optisch hätte ich das jetzt ehrlich gesagt nicht vermutet. Der ist hier stärker eingefallen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Wahrscheinlich nicht, weil da dieses Dreidimensionale fehlt. Etwas weniger. Geruchstest. Ja, riecht ganz mild. Ich würde sagen, der hat mehr Aroma. Minimal. Der hier vielleicht ein bisschen mehr Röstaromen. Ich würde sagen, der ist auch ein bisschen dunkler gebacken. Aber der hier hat ein bisschen mehr Brotaroma. Ein bisschen tieferes Aroma. So, Geschmackstest. Ja, ich würde sagen, geschmacklich ungefähr gleich. Der Salzsauer ist vielleicht ein bisschen saurer, aber auch nicht viel. Der Zwei-Stufen-Sauer ist weniger sauer auf jeden Fall. Aber ich mag das hier mehr. Das hat einfach mehr Tiefe und durch die Säure schmeckt es mir einfach auch besser. Das hier ist mehr so ein bisschen 0815, als wollte man versuchen, ein Weizenbrot zu imitieren. Aber interessant, ich hätte gedacht, das kann man gar nicht unterscheiden. Ja, definitiv etwas weniger sauer. Das hier ganz klar mein Favorit.
geschmacklich besser, viel weniger Arbeit. Also ich sehe keinen Grund, das zweistufig anzusetzen. Man könnte jetzt vielleicht nochmal einen Dreistufensauer vergleichen. Aber ehrlich gesagt, das Ergebnis ist super. Ich wüsste nicht, warum ich das noch verändern wollen würde. Ich wundere mich ein bisschen, weil es doch nicht so klasse abgebunden ist. Wahrscheinlich könnte man hier noch mit einem Brühstück arbeiten. Versäuert ist es definitiv genug. 50% Versäuerung ist ja auch ziemlich viel. Ich denke, für ein reines Roggenbrot ist ja wirklich 100% Roggenvollkorn, ist es schon okay. Ich war am Anfang ehrlich gesagt erstmal überrascht, dass ich überhaupt einen Unterschied wahrgenommen habe. Witzigerweise habe ich anschließend meine Frau probieren lassen, und zwar blind, und die fand den zweistufigen Sauerteig saurer. Durch die unterschiedliche Wahrnehmung sieht man, denke ich schon, dass der tatsächliche Unterschied wahrscheinlich eher gering war. Insgesamt denke ich, dass die einstufige Führung die viel praxistauglichere ist, denn sie war viel einfacher umzusetzen. Die Temperaturen waren leichter einzuhalten, die Timings waren leichter einzuhalten und man hat natürlich auch unterm Strich viel weniger Arbeit. Ich würde sogar behaupten, dass für meinen ungeschulten Geschmack der einstufige Sauerteig ein bisschen besser geschmeckt hat. Er hat einfach etwas mehr Aroma gehabt. Ich finde es auch auf gar keinen Fall zu sauer. Ganz im Gegenteil, ich würde sogar argumentieren, dass die Säure so manchen Belag oder Aufstrich erst richtig zur Geltung bringt. Aktuell ist mein Favorit Hummus mit Kimchi und darauf Bergkäse. Traditioneller mit geräuchertem Fisch und Meerrettich ist natürlich auch sehr, sehr geil. Im Übrigen ist der abgebackene Boden möglicherweise ein Resultat eines etwas zu heißen Backsteins, der hatte in beiden Fällen 260 Grad, was ich mit einem Infrarotthermometer kontrolliert habe, und der zu geringen Salzmenge. Die Literatur sagt, dass Salz den Teig stabilisiert und, da ich hier nur 1 statt 2% Salz drin hatte, diese Stabilität möglicherweise gefehlt hat. Komisch finde ich es aber schon, denn ich habe schon etliche vergleichbare Brote gebacken und dieses Problem trat noch nie auf. Wenn du genau weißt, woran es gelegen hat, schreib es mir unbedingt in die Kommentare. Wenn du selbst Lust hast, mal ein einstufiges Roggensauerteigbrot zu backen, habe ich dir unten in der Videobeschreibung ein Rezept zu unserer Homepage verlinkt, wo ich das Salz-Sauer-Rezept von Lutz Geißler etwas abgewandelt habe, aus meiner Sicht nochmal ein bisschen einfacher gemacht habe, und es würde mich wirklich sehr freuen, wenn du es backst und mich wissen lässt, wie es dir geschmeckt hat. Wenn es dich außerdem interessiert, wie und warum ich zum Backen kam, dann kannst du gerne hier klicken. Bis bald.